Dramatische Szenen haben sich hier am Abend ereignet. Vom Süden her kam ein Mann diese Treppe hoch und er sprach Englisch, war ziemlich kaputt, dreckig, feucht und sagte: I was kidnapped, my name is Darius Shokov. Und wenn man dann im Internet nachguckt, wird er tatsächlich seit dem 24. Mai vermisst. Es scheint also so wirklich, dass hier in Köln-Porz ein Entführungsopfer in der Nacht aufgetaucht ist. Es gibt drei Zeugen und die befrage ich jetzt. Wir sind jetzt hier da, wo ihr gesessen habt. Was ist passiert? Ja, also wir saßen hier auf den Treppen und haben geredet und als erstes kam ein Mann mit einem Hund vorbei, hier, und es war eigentlich noch alles ganz normal, bis dann halt dieser Mann namens Dario Shokov die untere Treppe hier hochkam und sich erschöpft hinlegte. Also ihr habt da einen Mann gesehen, der habt erstmal nur den Kopf gesehen, ne? Ja, erst haben wir nur den Kopf gesehen und dann hat der ganz laut gerufen, help me, help me. Und was ist dann weiter passiert? Ja, dann sind wir halt runtergegangen und haben noch andere Leute zur Hilfe geholt, weil wir total geschockt waren einfach. Ja, und dann sind die Leute dann halt gekommen, dann haben wir auch die Polizei gerufen. Was hat der denn gesagt? Ja, wieso habt ihr die Polizei gerufen? Hätte er ein Betrunkener sein können? Nee, er hat gesagt, dass sein Name Shokov wäre und dass er entführt worden wäre und dass wir die Polizei rufen sollten. Und das habt ihr dann gemacht? Ja, dann haben wir die Polizei gerufen. Die kam dann eigentlich auch recht schnell. Ja. Und dann haben die versucht, mit dem Mann zu reden, aber der konnte halt nicht reden, weil der total fertig war. Ja. In was für einem Zustand war der genau? Ja, er war halt total müde und kaputt und er konnte einfach nicht mehr. Er war total schwach. Also vollkommen erledigt. Er konnte auch nicht mehr reden. Also, und seine Augen, der konnte seine Augen auch nicht mehr richtig öffnen. Also, es sah auch nicht gespielt aus. Ja, ja. Was hat die Polizei dann gemacht? Polizisten kamen hier an, sind nach unten gegangen und haben ihn irgendwie erstmal gefragt, ob er Alkohol getrunken hat. Weil sie eigentlich, die Polizei ist, glaube ich, davon ausgegangen, dass er irgendwas genommen hat oder getrunken hat. Und dann haben sie den halt erstmal gestützt und nach oben getragen, hier auf den Stein gesetzt. Das heißt, die haben erstmal gedacht, das ist ein Betrunkener? Ja. Aber sind die dann irgendwann zu einem anderen Ergebnis gekommen, oder? Nein. Also, es war ja auch nur 5 Minuten, bis der Krankenwagen, oder noch nicht mehr 5, 2, 3 Minuten, bis der Krankenwagen kam. Und dann, ja, wurde der Mann ja schon in den Krankenwagen genommen. Aber wie seid ihr dann darauf gekommen, dass das doch kein Betrunkener ist? Weil wir danach im Internet recherchiert haben nach dem Mann, weil er uns kurz gesagt hat, dass er Regisseur ist. Und dann haben wir halt im Internet nachgeguckt, wer es ist. Und dann haben wir halt herausgefunden, dass er entführt wurde. Gut, und jetzt kam die Polizei. Was hat die euch? Die hat euch ja fast eine Stunde befragt. Ja, wir mussten. Ja, wir mussten erstmal den Tathergang, also als wie wir hingekommen sind, bis als wir weggekommen sind, alles detailreich erzählen. Und ja, dann haben die natürlich das alles auch aufgenommen und ja, wir haben uns alle drei einzeln befragt. Oh Gott, also jeder musste die Geschichte komplett erzählen. Nee, ich habe sie als erst erzählt und die beiden mussten mich dann nur noch ergänzen und das, was sie noch wussten. Gut, was glaubt ihr denn selber? Habt ihr den Eindruck, da stimmt irgendwas nicht oder ist es eine Entführung oder was ist so euer Eindruck? Ja, also ich habe den Eindruck, dass er es nicht gespielt hat, weil er war eigentlich ziemlich geschockt und er konnte auch selber gar nichts mehr machen und sonst hätte er sich auch nicht so fertig auf die Treppe gelegt. Und also die Symptome haben schon dafür gesprochen, dass es ihm wirklich nicht gut ging und dass ihm irgendwas passiert sein muss. Ja, er war auch also von der Psyche her nicht wirklich mehr normal. Also, da muss irgendwas Schlimmes passiert sein mit dem. Ja. Also ihr meint, er hat was Schlimmes erlebt? Ja, weil er halt total fertig war und überhaupt nicht mehr konnte. Und einfach nur noch sich hingesetzt hat, weil er überhaupt nicht mehr stehen konnte, weil er so schwach war halt. Ja.
Ja, der ist halt auch darauf, davon ausgegangen, dass wir ihn kennten, weil er meinte die ganze Zeit, my name is Shokov, my name is Shokov. Das heißt, er ist darauf, davon ausgegangen, dass wir wussten, dass er verschwunden war, weil er die ganze Zeit den Namen wiederholt hat. Ja. Vielen Dank. Übrigens, so sieht er aus. Nach Angaben der drei Zeugen hat er einen 3-Tage-Bart oder eben etwas länger getragen. Auch ein Indiz, was wieder in Richtung Entführung spricht. Wir schauen mal. Ja, wenn alle Informationen stimmen, dann müsste er von seinen vermeintlichen Entführern genau an diesem Ort abgesetzt worden sein. Die Informationen der Polizei sind im Moment dahingehend, dass er gesagt hat, ich bin mit dem Auto hier hingebracht worden. Es passt nicht alles 100%ig zusammen, aber es ist schwer im Moment zu klären. Er liegt im Krankenhaus, ist nicht ansprechbar, er steht unter Drogen, man weiß nicht unter welchen. Blutprobe ist gemacht worden, aber das dauert 2-3 Tage, bis da das Ergebnis vorliegt. Also alle tappen noch etwas im Dunkeln. Ist es eine Entführung? Steckt irgendwas anderes dahinter? Das ist im Moment noch unklar. Wir bleiben dran und gucken, dass wir weiter die Informationen zusammentragen.